Hallo und herzlich willkommen zurück zu Christmas Stories, der gestiefelte Kater. So, warte, wir müssen hier rüber, Hallo. ne? Oh Mann! Bin auch Timoratus! da. Ich weiß nicht, warum mir das ständig passiert. Es tut mir Alles leid. gut. Hat das wieder gut. Okay, warte hier, ne? Ach, guck mal, sind doch schon alle da. Ja, dann zeig ihm mal. Ja, das erste. Ach so. See the blazing Yule before us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la. Toll. Sehr schön. Okay. Zur Eisgrotte. Zu dem Geist. Ich dachte, das wäre der Weihnachtsmann. Singt er jetzt auch? Hey. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tis the season to be jolly, fa-l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 a. Und jetzt kommt Anna. So schön gemacht. So, wo haben wir Anna denn? Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Toll. Okay. Ein krankes Kind liegt im Bett, wir gehen hin und sie muss singen. Ja, Wir haben einen Apfel bekommen. genau. Den konnten wir irgendwo hinlegen. Hier. Damit haben wir alle Schlüssel zusammen. Ja. Wieder dieses Einsetzen. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Hütte, Puzzleteil, Pfeil, Krone. Schild und ein Besen. Besen an die Hexe. Darüber kommt das Puzzleteil. Ohne für dich? Nee. Für dich? Für den Frosch, glaube ich, oder? Wo ist denn der Frosch? Ach, da. Nee. Echt nicht? Ist so. Da war der Bär. Oh, Honig. Hä? Ich ja? Doch. Doch. Die Krone geht bestimmt auch bei dem Frosch, oder? Keine Chance. Was ist das? Ein was bitte? Ein Koko Schnick. Schnick? Ach so. Okay, kriegst du einen Apfel? Nein. Du, nee, du hast ein Der kriegt Schwert. das Schild. Ah. Sehr gut. Einmal mit Hecht. Ach, das Haus kommt da auf die Füße rauf. Auf welche Füße? Ah, okay. Einmal mit Hecht vielleicht zu dem Fisch. Hast du den Apfel? Hufeisenhälfte. Oh, die Da Katze. unten ist das Hufeisen. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen, die Katze. Zu wem denn die Krone? Wenn es Pokémon ist, dann auf den Fisch. Goldini, Goldini. Toll.
Pfeil vielleicht hier der Typ da in der Mitte? Nee. Echt? Ach. Warum auch immer? Wer kriegt den Pfeil? Wo ist der Bogen? Ich hab da aber echt. Warum? Warum denn? Kein böses Herz kann dem Amulett der Warmherzigkeit widerstehen. Oh nein. Oh nein, wie ich diese Dinger überhaupt nicht aufstehen kann. Bewege die Puzzleteile, um ein Bild zusammenzusetzen. Ja, ich weiß. Sowas gab's so beim Kindergeburtstag. Und ich mag's nicht. Es ist manchmal echt gar nicht so einfach. Nee, warte mal. Ja, dann bewege ich mich ja genauso wieder zurück, wie ich es angefangen habe. Machen wir oben den Kopf weg. Dann das Ohr nach oben. Und jetzt das nach unten. Nee, nee. Nach ganz unten. Was, nach ganz unten? Das da. Ja, weil da nach unten geht ja nicht. Na doch, einmal durchdrehen jetzt. Das da nach oben. Ach so. Ja, und dann? Weiß ich auch nicht. Toll. Warte mal, wie hatte ich das denn eben? Ist nicht unbedingt verkehrt. Du bist voll süß. Ja, weiß ich auch nicht. Scheiße. Das kann echt ein bisschen dauern. Die Foto muss jetzt ja eigentlich hier hin. Schwer. Ich mag sowas auch nicht. Nee.
Ja. Ja, ja. Super. Und ich weiß nie wie, ne? Ja. Es gibt da bestimmt irgendeine Taktik oder sowas, aber ich mach das auch einfach mal auf. Ja. Mit Glück. Da. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Finde Tierpaare. Die Symbole auf den Tieren dienen als Hinweis. War ich zu schnell? Kämpfe die Fledermäuse mit der Macht der Liebe. Der Barmherzigkeit. Hast du nicht mehr zu bieten? Oh Gott. Lächerlich. Auf ihre Hand. Yay. Und jetzt? Oh. What? Wow, that was like some crazy dream. It was as if I were watching myself in a movie. I was so mean. I'm very, very sorry. Please, let me make it up to you. Baba Yaga ist geheilt. Ja, gib mal her, das Buch. Okay. Dann hierhin. Well done. Now you can help me with Anna's cure. We need the ingredients for Anna's healing potion, but they only grow in summer. Here. Take my wand and use it to create an oasis of summer in winter and get what we need. Aha. Okay. Oh, 7 Stück. Ich kann mich nur an 2 erinnern. Braue den Heiltrank und heile Anna. Ja, ist gut, mach ich. Wie sie da sitzt. Neben dem Brunnen? Ja, ne? Das. Genau. Hä? Hier war noch irgendwo... Nee, hier nicht. Ja, da, bei der Schatztruhe. Ja, aber irgendwo war noch eine Stelle. Ich glaube, bei dem Grab war auch was dann. Ja? Ja, wenn man das noch so anwählen kann, da unten, genau. Bei dem Häschen vielleicht noch. Nee. Ach, hier kann ich gar nicht mehr hin. Dann bei der Hexenhütte noch. Da noch, ja genau. Ja! Okay, das ging jetzt fix. Okay, auf. Zu, wer war das? Schneeflöckchen? Ja. Achso. Guck mal. Zuerst die roten Blumen reinlegen. Habe ich gemacht. Dann braune Pilze und Schneelilien. Die hier, ne? Hm. Nein. Nein? Dann die. Ja. Aber man muss wieder von vorne anfangen, oder was? Nee. Oder nochmal die braunen Pilze? Ah, okay. Und dann die. Zwerg. Und was? Blaue Schneeglöckchen. Was sind denn diese? Die hier? Ja, würde ich sagen.
Eicheln? Nein, die Eicheln. Ach, die habe ich gar nicht gelesen. Danke. Wasser des Lebens, rote Blumen, Zwergmispeln und Schnee. Was ist denn Wasser des Lebens? Das hier? Ja. Und die hier, ne? Nee. Die? Schnee, ja. Oh. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, macht ja nix. Yay. Heilung für Anna. That's it. Anna's cure is ready. She'll live through this Christmas and the next. She'll see the snowdrops in spring and hear the birds sing in the summer. Anna will gather red leaves in the fall and make snowmen next winter. Merry Christmas. Ah. Okay. Wollen wir das noch in diesem Part machen? Ja, na klar. Wir können ja Anna jetzt nicht warten lassen. Wir gehen nochmal durch die Landschaften. Wo ist denn Anna? Der Weihnachtsmann, der Jack Frost. Nee. Jack Frost? Wer war denn nochmal Jack Frost? Ist Jack Frost nicht... Das ist doch aus irgendeinem Film oder so, ne? Ja, das war doch so dieser Schneemann, der lebt. Ja, ja. Aber war der nicht böse? Nee, das war doch der... Oh, den können wir uns mal holen, dieses Jahr für Weihnachten. Das war doch der Papa, der gestorben ist und dann als Schneemann wiedergeboren wird, weil sein Sohn ihn so vermisst. Ach, ja. Genau. Hallo. Wir gehen hier nur mal so durch. Aber wir haben den, der Geburtstag hat vergessen. Jetzt Wieso? Haben wir ihn schon wieder vergessen an seinem Geburtstag. Wieso? Da in seiner Hütte. Okay, können wir gar nicht mehr. Nee, aber wir haben ihn doch auch gar nicht vergessen. Er hat doch einen Kuchen gekriegt. Achso, ich dachte, wir besuchen gerade nochmal alle. Ja, ich wollte nochmal so durch die Szenen gehen. Jetzt gehen wir zu Anna. Hallo Anna. Können wir dem Kater das geben, das mit er das ihr gibt? Nein. Müssen wir ihr das geben? Ich fände schön, wenn er... Doch, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch auch frohe Weihnachten, oder? Ja, frohe Weihnachten. Ja! Ja, das war's dann auch mit der gestiefelte Kater. Ja. Und ja, war eine traurige Geschichte. Aber ist gut ausgegangen. Ein Weihnachtswunder ist geschehen. Ja. Ja, manchmal ist es vielleicht besser, wenn man sich Hilfe sucht, statt es auf eigene Faust zu machen, ne? Hm. Da handelt man dann vielleicht doch eher, ja, nicht unbedingt, aber vielleicht doch eher falsch. Und dann ist es ja nochmal gut ausgegangen. Der gestiefelte Kater hat es ja nicht böse gemeint, er wollte ihr einfach nur helfen. Nee, aber wie du sagst, er hätte ja den Weihnachtsmann einfach fragen können, dann hätte der Weihnachtsmann ihm gesagt, hier, geh zum Frosttypen. Zum Frosttypen? Wie heißt er denn nochmal? Wird durch den Frost. Ja, genau. Und so wie er es uns erzählt hat. Und der kann dir bestimmt helfen. Ja. Wenn das mal immer so einfach wäre, ne? Ist ja. Es leider nicht. Naja, okay. Ja, dann wie gesagt, wünschen wir euch frohe Weihnachten ja. Und ja, guten Rutsch ins neue Jahr oder so. Sagt man doch so. Ja. Ja, und dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Bis hin. Tschüss.